Jetzt kommt wieder die doofe Stelle, wo der Heideritter und der Schwertkämpfer, der alte Ritter hier, angetanzt kommen. Oh. Und ich hänge hier irgendwie am Glas fest, weil der Ausgang ein zweiter ist. Wow, das war... Stirb bitte, danke. Das war schmerzhaft mal wieder. Also die Heideritter sind auch jetzt immer noch verdammt stark. Wow. Na komm, Pixel, bin ich tot. Der hat zwei Schläge mal zur Abwechslung ausgehalten. So, jetzt der da. Der ist ein bisschen einfacher mit seinem Speer. Außer er macht genau solche Sachen. Dass er immer gegen unser Schild ditcht. Au. Nimm den Schild hoch. Ah, heilen kann ich mich so nicht mehr. Da muss halt ein Estus-Flakon mal her. So, und jetzt wird's lustig. Jetzt heißt es, sich nämlich mit falscher Speer, sich mit dem Drachen anlegen. Und Drachen sind zum Glück anfällig gegen Blitz. So, bevor er aufsteht, muss ich an ihn rankommen. Au. Wow, das ging aufs Schild zum Glück. Das ging wieder aufs Schild. Ja, und zum Glück macht er im Nahkampf nicht viel anderes, als so rumzustampfen. Und sich ab und zu mal zu drehen. Wow, und uns fast runter zu kicken. Au, das war schlecht getimt. Da rennen wir jetzt mal lieber schnell von der Plattform runter. Während er da alles grillt. Und töten ihn. So. Fossiler Drachenknocher, Wächter Drachen Parma. Und hier müsste... Genau. Der war früher mal übrigens da drüben, der Hebel, der jetzt hochgekommen ist. Der kommt übrigens nur hoch, wenn wir den Drachen besiegen. So, ich wechsle wieder auf meinen normalen Speer. Schmeiß mir einen Heilstein ein. Na, jetzt wird's richtig lustig. Wir haben die blaue Kathedrale erreicht. Mit einer Truhe. Mit 5 Menschenbildern drin und... Masamoto. Nein. Und wie man sehen kann, einen Bossfight. Alter Drachentöter, einem Bekannten. Wow.
Darf ich euch Drachentöter Ornstein vorstellen? Jo. Er ist recht schnell, wie man ihn kennt, aus Dark Souls 1. Und ja, es ist Ornstein. Und er ist immer noch sehr schnell, aber er hat zum Glück den toten Winkel hinter sich. Wow. Das hier doch ist gefährlich. Und wenn er diese Speerattacke macht, auch, da waren wir zu nah an ihm dran noch. Genau, wenn er diesen Stoß macht, ist er kurzzeitig schwerer zu verwunden. Also ja, er ist, wie man sehen kann, nicht schwierig. Übrigens ist es lustig, er ist ein alter Drachentöter und vor der Kathedrale hat ein Drache über ihn gewacht. Und ja, der alte Löwen, Ring des alten Löwen ist der Indikator dafür, dass es wirklich Ornstein ist. Denn das ist derselbe Ring, den er auch in Dark Souls 1 droppt. Wo ist er denn? Dies ist der geliebte Ring eines Drachentöters. Er stärkt Stoßwaffen, Konterangriffe. Nach den 4 Jahren des Einsatzes ist die Oberfläche des Rings abgewetzt. Doch lässt eine nähere Untersuchung einen eingravierten Löwen erkennen. Jo. Und nach Ornstein steht hier ein NPC. Mit geborstenen blauen Augäpfeln und hier drin ist der Turmschild und das Klerikerparma. Aber vor allem das Turmschild. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Okay, er braucht uns nicht, um auf die verfallenen Ruinen im Wasser zu starren. Transient being. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not transient. You would be. Ja, mehr sagt er nicht. Und ja, wie man vermuten kann, er gibt einen neuen Eid frei, wenn man die richtige Bedingung erfüllt hat. Leuchtfeuer voraus? Jupp, das stimmt, weil hier ist nämlich das Eidleuchtfeuer für die Blue Sentinels. So, Leuchtfeuer ist entzündet. Und von hier aus können wir jetzt nach Majula zurück. Erstmal will ich mit Zolten reden. Aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt, glaube ich, schon wieder 3 Phantome getötet haben. Und ich glaube, 3 war die Anzahl für das nächste Eid-Level. Also für den nächsten Eid-Rang. So wollte ich sagen. Quite a hive of activity we are, thee. I'd forgotten how much comfort a little companionship can bring. Once I'd lost everything, but now I am grateful for what you have taught me. It is very little, but please take this. Ja, also erstmal gibt uns ein Seelengefäß dafür, dass wir may you find ein paar Leute nach Majula gebracht haben, also die Händlerin da hinten, die Pyromantin, den Magier dort drüben, die Priesterin da hinten und auch den Kartografen. Das sind aber da noch längst nicht alle NPCs, aber für ihn reicht es schon mal. Look at our new neighbors, how they fret over all and sundry. Oh, those were better days. Mhm. Ah, oh, dear me. It really takes me back. Did you notice any letters? Und nein, wir haben noch nicht den Eid verbessert.
Ich glaube wirklich, dass wir dafür 5 brauchen. Sie hat es jedenfalls nach Majula zurückgeschafft. Oh, there you are. I'm here in Majula, thanks entirely to you. You even were kind enough to clothe me. Thank you so very much. Mhm. The only thing I can offer is pyromancy. But if that might help you, come to me. Ja. I finally tracked down my teacher. But I've decided to keep at it alone. I need to see what I can achieve by myself. Ja, mit Kurillian bist du eh nicht so gut dran. Master Kurillian and I are from Malfia to the south, a land lush with sorcery and pyromancy. Master Kurillian polished his art at one of our renowned magic academies. But he argued that the academies were terrible places to learn magic. This quite angered Master Glocken, my previous teacher. Once Master Kurillian spoke excitedly of this land. He made talk of the remnants of some great power and the deep abyss that surrounds it. I tried to ask more, but he didn't seem to hear. Oh, I'll never be good enough, will I? Das hat, glaube ich, weniger was damit zu tun, dass du gut genug bist. Also kaufen können wir bei ihr nichts Neues, außer die 3 Ringe. Die werde ich mal kaufen. Also ja, es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass sie gut genug ist, sondern dass er einfach viel zu abgelenkt ist von diesem Ort hier, von Dwangleic. It was a perilous trek across the mountains. I faced the most frightful things. The number of times I nearly died. Wahrscheinlich bist du schon ein paar Mal gestorben, wenn du auch untot bist wie wir. I finally tracked down my teacher, but I need. Und mehr hat sie nicht zu sagen. Ja, bei ihr können wir die Pyromantieflamme verstärken oder wir können sie neu ausrüsten. I'm always here. So come and see me when you're in town. Ja. Und da ist ihr Schatten. So, einmal upgraden. Also upleveln. Ne, bevor ich uplevel, kaufe ich erstmal neue Steine bei ihr. Ah, 20 Stück. Thank you. Jetzt kann ich Level aufsteigen. Also erstmal brauche ich wieder mehr Belastung. Wäre nicht schlecht. Aber erstmal nur 3. Weil ich würde gerne Int auf 10 bringen, dass ich mal alles auf mindestens 10 habe. So, bestätigen. Und fertig. Und ich würde sagen, machen wir hier jetzt erst einmal einen Cut. Wir haben nämlich jetzt die losen Enden abgeschlossen. Wir haben unseren ersten großen Boss besiegt. Oh, nebenbei die Drachentöterseele. Wo ist sie denn? Info anzeigen. Die Seele des alten Drachentöters. Der alte Drachentöter ähnelt einem gewissen Ritter, von dem alte Legenden berichten. Jo, das ist Ornstein. So, die kann ich noch weglegen. Die tauschen wir irgendwann mal ein. Mehr ist hier nicht. Speere behalten wir. Bogen behalten wir auch. Wächterdrachen ein paar Mal. Das gucke ich mir mal an. Das sieht ziemlich gut aus. Aber das Kleriker ein paar Mal kann weg. Und ja, mit dem Turmschild, das kann auch erstmal weg. Dafür haben wir nämlich noch nicht genug Belastung, um das irgendwann mal zu tragen. Ringe haben wir. Jo. Dann würde ich sagen, das nächste Mal begeben wir uns dann in den Jägerhain. Einem meiner Unlieblingsgebieten. Irgendwo da hinten in der Richtung. Weil dort ist dann der nächste Weg. Bevor wir dann irgendwann in die Grube da unten springen müssen.
und diesen Weg da weitergehen müssen, wo wir die Pyromantin entsteinert haben. Aber das sehen wir alles dann beim nächsten Mal. Also, ich mache jetzt hier einen Cut. Bis dann.